Willkommen zurück hier bei Watch Dogs 2. In der letzten Folge sind wir so ein bisschen rumgefahren, haben neues Gemälde gemalt und sind auf diesem komischen Boot gewesen. Und jetzt sollen wir uns hier um diese Leute kümmern, wenn ich das richtig verstanden habe. Na, dann schauen wir mal. Sollen wir da hoch? Nein, oder? Sieht voll so aus. Als ob ich da einfach hochlaufen soll. Okay, ich soll's. Hallo. Schön, dass du hier bist, Retro. Alle bei DedSec sind stolz darauf, dass du Horatio rächen willst. Danke. Was geht ab? Ich hab mal ihre Telefonate mitgebracht. Was geht ab? Trevino ist schon da. Die anderen beiden sind unterwegs. Mehr muss ich nicht wissen. Bring dich lieber in Sicherheit. Viel Glück, Mann. Okay, und wo sind die? Wir sollen die alle neutralisieren, okay. Wir greifen mal direkt zu unserer zu unserer leisen Waffe. Als ob der direkt... Als ob der direkt Hilfe ruft. Den sollen wir auch neutralisieren. Ich frage mich nur, welcher das ist. Als ob der mich gesehen hat. Das ist so unlogisch. Komm, scheiß drauf. Nee, dich brauche ich gerade irgendwie gar nicht. Er ist jetzt am Treffpunkt. Der steht da halt schon wieder und kämpft. Als ob die alle so schwer umzubringen sind. Ups. Sind das Polizisten? Ich hoffe mal nicht. Die sollen sich hier nämlich jetzt nicht einmischen. Ist gerade Bandenkrieg. Ups. Abschaltung durch CTOS. Was zum Teufel? Werd ich abgeschaltet? Nein, oder? Wird sie bereuen. Genau. Komm, spart's euch. Dann bringe ich den halt so um, meine Güte. Stirb. Ist abgehakt. Ich gehe hier mal eben kurz in Deckung. Das war ein Fehler. Jetzt fehlt nur noch die Lady und die hat es meiner Meinung nach am meisten verdient. Das ist eine Lady, die entkommen will. Oder? Ja gut, dann snack ich mir mal eben die Karre. Oh Mist, ich habe dafür jetzt die Dings, die Memo abgebrochen und das Auto geschrottet. Nice. Das hatte ich auch noch nicht. Ach Gott, jetzt müssen wir auch noch hier raus. Mist. Ich möchte gerade keine Mucke hören. Das ist gerade sehr strange. Was zum Teufel? Ich renne mal eben hier rauf. Dann machen wir mal eben die Mucke aus. Ist das ein Motorrad? Wenn ja, nehmen wir das mal mit. Naja gut, das geht auch. Er haut jetzt ab, meine Freunde. Naja, wenigstens sind die Leute jetzt schon mal tot. Ups, das war keine Absicht. Oder doch? Who knows? Gut so, ihr habt's verloren. Das ist doch mal was. Wir fahren mal hier hoch. Einfach nur, weil es gerade lustig ist. Boah, das Ding hat aber kein gutes Handling. Ein Cabriolet. Gut, ich habe jetzt natürlich auch sehr schlau das Ding dahinter geparkt. Hallo. Ups, sorry. Ich wollte nur nerven. Ich habe keinen Plan, wo ich da gerade durchgefahren bin, aber der Typ sah ein wenig verschwörerisch aus. Da könnte ich jetzt voll das lustige Thumbnail von machen. Ich könnte den irgendwie so voll geil einkreisen und so. Mit 20 Milliarden roten Kreisen, einfach nur weil es cool ist.
Und weil das jeder macht, aber ich glaube nicht, dass ich das machen werde. Ich meine, ich habe hier auch noch so etwas wie einen Qualitätsanspruch, ne? Und deshalb kommt das bei mir nicht vor. Ist der nicht? Lüge. Nein. Oh Gott, meine Stimme. Wenn ich krank werde, geht die immer so krass nach oben und stirbt. So. Okay. Moment. Pablo der Häuter hab ihn zu den Hundekämpfen in Oaklands Chinatown verfolgt. Ein DedSec-Mitglied erkundet dort den Laden für dich. Dankeschön. So, da kümmern wir uns mal drum. Boah, der Sound ist so laut. Schauen wir mal auf Noodle Maps. Hier haben wir jetzt auch nichts mehr zu malen. Diese Maldinger sind halt nur noch hier und das war's, glaube ich, schon, oder? Ich sehe nur noch eins. Das können wir dann in der nächsten Folge eigentlich theoretisch fertig machen. Da hat wieder jemand einen blauen Rahmen. Boah, das ist echt ein bisschen ungünstig mit dem Anvisieren von den Leuten. Aber na gut, wie soll man es auch sonst machen, wenn man nur einen Controller hat? Was zum Teufel, wo soll ich da rein? Ach, hier lang? Na gut, das sieht auch schon alles so zwielichtig aus. Hier direkt neben dem FBI-Gebäude. Da kann es auch mal zwielichtig werden. So. Da vorne ist es auch schon. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie der so wohnt. Und ob wir so privat zu ihm nach Hause gehen. Oder ob der... Achso, der war ja auf irgendeiner Hundekampfausstellung oder so, ne? Mal gucken, ob der da noch ist. Wenn ja, dann wird er da wohl nicht mehr lebend rauskommen. Ach, der chillt wieder da oben auf seinem Dach. Wie kommen wir da hoch? Ich betrete Sperrgebiet, damit kann ich aber gut leben. Sei ruhig, Doggy. Boah, irgendwo habe ich das mal gesehen, dass jemand einen Hund in eine Tasche gepackt hat und darunter Doggy Bag geschrieben hat. Das fand ich total lustig. Ach ja, Mensch, es gibt lustige Memes im Internet. In dem Gebäude, da gibt's Hundekämpfe. Da war wohl mal ein Hallenbad oder sowas. Zutritt ist nur für Mitglieder. Komm ich da irgendwie rein? Ich glaube, dass du durch das Restaurant reinkommst. Viel Glück, Mann. Können wir dir irgendwie helfen? Danke. Wir dürfen nicht auffallen. Ich gehe allein rein. Okay. Jetzt wird's interessant. Die Aufnahme läuft auch noch. Das ist auch mal positiv. Boah, ich hab's mir jetzt auch angewöhnt, zu allem positiv zu sagen. Einfach nur so just for fun mäßig. So. Da oben ist schon jemand. Bist du auch einer von denen? Nein, oder? Hi. Oh Mist, die sehen mich. Hey Mann, haben Sie das aus dem Restaurant? Schmeckt wie Scheiße. Sie sehen nicht gut aus. Hab mich beschwert und die Typen da haben mich verprügelt. Wenn Sie rein wollen, meiden Sie die Arschlöcher. Wir kommen da schon rein. Keine Sorge. Nein, 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 du siehst mich nicht. Scheiße. Ja, genau, der sieht mich halt auch direkt, obwohl ich dem mindestens zweimal in den Kopf geschossen habe. Teskas auf den Plan rufen. Die Hundekämpfe sind super laut. Schließ einfach alle aus, wenn es geht. Das müsste reichen. Alter, der sieht voll hässlich aus. Möchtest du ihm vielleicht einfach in den Kopf schießen? Wäre vielleicht etwas hilfreicher. Boah, echt wie nervig. So. Stirb, mein Freund, stirb.
Nee, esse. Alle weg, esse. So, wo sind hier noch mehr? Wieso denn runter? Doch, genau so läuft das. Wohin läufst du? Wohin läufst du? Wohin läufst du? Wohin läufst du? Stirb, genau. So, das nehmen wir mit. Was? 19.000? Das ist krass. Wie viel Geld haben wir denn jetzt? 61.000. Dann sollten wir uns bald auch ein Gewehr leisten können, auf dem kein Dingens ist. Ist er nicht. Er ist... Ihr seid tot. Dringe in Pablos unterirdische Verstecke ein, okay. Das wollte ich gerade sagen. Ich habe schon vergessen. Moment, hier ist der Eingang. Das sieht nicht nach Eingang aus. Komme ich da trotzdem durch? Nö. Seien Sie ruhig, seien Sie ruhig, seien Sie ruhig. Wo ist denn hier dieses Restaurant, von dem alle reden? Ach so, das ist da unten. Okay. Auf die Wegpunkte sollte man zwischendurch auch mal achten. Boah, jetzt sind hier auch noch total viele Polizisten. Wollt ihr mich verarschen? Was? Wie kommt der denn dahin? Bye, bye. Das war ein was? Ein Kopf? Seid mal ruhig. Na gut, immerhin ist in diesem Spiel Sexismus schon mal nicht vorhanden. Das finde ich gar nicht mal schlecht, aber es nervt mich, wenn ich jetzt andauernd von so Polizisten genervt werde. Ich meine, wieso mischen die sich hier ein? So, wir gehen jetzt einfach mal rein und machen dann wieder zu. Genau. Okay. Ich bin nicht so sicher, ob es schlau ist, jetzt Kopfhörer reinzumachen, mein Lieber. So. Es möchte nicht funktionieren. Ach so, körperliche Interaktion. Okay. Dann musst du wohl selber drücken. Muss ich irgendwie schon Waffen in die Hand nehmen? Das wäre, glaube ich, gar nicht mal dumm. Und ich muss mal eben, obwohl, nee, das kann ich auch in der Folgenpause machen. Ich habe hier heute genug zu trinken. Jetzt habe ich gerade meine Flasche geöffnet. Nur für den Fall der Fälle. Ja gut, das Ding kann er auch gleich auspacken. Lustige ist ja, ich habe letztens aus Langeweile so einen komischen Kaktus mit einem Sombrero drauf gemalt und daneben habe ich geschrieben, dass er Pablo heißt. Das finde ich gerade ziemlich lustig. Ach du Scheiße. Okay, das ist hier ziemlich hässlich, ehrlich gesagt. Wer gibt sich sowas freiwillig? Sind die Tesca stark und werden es bleiben? Und jetzt? Ich frage mich, ob der Typ wohl schon weiß, dass alle seine Freunde gestorben sind.
Die Hunde kommen hier doch einfach easygoing wieder raus. Packen wir es an. Also ist das ja eigentlich ziemlich unnötig. Ich werde gerade einfach mal eben jeden scannen, der hier gerade ist. Ups. Und plötzlich kriegen alle Schiss. So, wie komme ich hier jetzt rein? Eventuell durch die Tür? Das wäre eine Möglichkeit. Sei mal schön ruhig, mein Lieber. Sorry, aber bevor du mich hier irgendwie verrätst... Und nur für die Tierschützer, das sind nur Pixel, meine Freunde, nur Pixel. Obwohl, der hätte uns sogar noch nützlich sein können. Dann hätte er nämlich seine bösen, bösen Besitzer angegriffen. Erstmal den Zugangsschlüssel, okay. Ist der vielleicht hier auch irgendwo zu finden? Nee, ich glaube, ich muss mir dafür mal wieder die Kamera holen. Das bringt mir jetzt nicht mehr viel. Da ist eine Kamera. So, hast du den Zugangsschlüssel? Was? 18.000? Das ist jetzt mein Geld. Wo ist der Schlüssel? Hat den wer? Hast du den? Yep. Oh. Tschüss. Der ist damit dann wohl auch down. Einmal schnell verstecken. So, ich würde den halt schon gern mit einem Kopfschuss down kriegen. Oder können wir auf das da zielen? Der Hund bellt da unten nur rum. Mist. Wie unnötig. Okay, wenigstens ist der schon mal tot. Dann laufen wir einmal schnell in den Underground. Hallo Hundi. Verschwinde lieber von da, so schnell es geht, Marcus. Ich lass mal den Hund raus. Als ob der Hund jetzt hinter mir her ist. Der soll sich mal lieber um die anderen kümmern. Hund, wo bist du? Als ob der hier jetzt die ganze Zeit bei mir campt, das ist mega unnötig. Dann mache ich die Tür einfach wieder zu. Als ob der das überall... Achso, da ist ein neuer, okay. So. Hier sieht es doch ganz okay aus. Halt die Fresse, stirb. Ja gut, hier ist halt weiter nur der Hund, ne? Der ist nicht mehr da. Ach, noch ein Hund. Oh, der tut mir ein bisschen leid. Okay, hier komme ich anscheinend noch nicht mal raus. Was soll ich hier machen? Wie gewünscht, bla 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 bla, sicheren Konto angelegt, bla 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 bla, Sicherungsmaßnahmen geschützt, kontaktieren Sie mich, bla 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 bla. Okay, hackbares Objekt, das haben wir ja jetzt. Ach, komm, viel Spaß. Geht er raus? Nö, der bleibt einfach hier drin. Ich bin so nett und gewähre ihm die Freiheit und er bleibt einfach da drin. Naja. Okay, hier drin haben wir aber jetzt anscheinend aufgeräumt. Jetzt sollen wir wohl nur noch abhauen. Die Leute, die hier gechillt haben, sind jetzt auch weg. Dann gehen wir einfach mal wieder, würde ich sagen. Drück doch einfach drauf.
Das ist doch nicht schwer. So. Aber ich würde eigentlich sagen, hier können wir jetzt auch mal einen Cut setzen und dann werden wir in der nächsten Folge fliehen. Also bis dann. Obwohl, das hören wir uns jetzt noch an. Verschwinden. Wir beobachten die Teskers. Du kriegst Ärger. Die ganze Bande ist unterwegs zu dir. Gleich wird es von Teskers nur so wimmeln. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.